Welcome back to another German Food Review, and it's Backwerk time. Backwerk. That looks really, really nasty. Okay, but it's just barbecue sauce, right? So it's just a barbecue sauce. What is that? That's a new product called barbecue chicken rib. What's the definition from this rib thing here? Is it just the form or the shape? Or is there more to it? I mean, is there also a beef rib? No idea, but it seems to be a chicken rib. Anyway, price 2 euros, so relatively low, or actually it is low. And what's on here? Spicy barbecue sauce and the juicy chicken patty, hot onions and pickles. All right, and as you can see here, 2 euro in Germany, 2.50 euro in Austria. All right, yeah, food in Germany is not really expensive compared to, I launched the camera. All right, yeah, it's not really expensive compared to other countries. Okay, so we can eat more, right? Let's see how it looks like. And I want it definitely warm. One napkin, I took that napkin. You have to take everything, right? Okay, I took the one with just one slice of pickle. Damn it! Damn! Okay, yeah, I'm not so lucky. Anyway, yeah, there were 4 pieces, I think. And I exactly grabbed this one here. It was just one huge pickle. Okay, that looks like a frozen patty. And there's not... I grabbed a complete fail, actually. What is that? That looks like it's frozen still. And there, where's the barbecue sauce? Why did I grab this one? I don't know. Okay. Yeah, maybe I have to add a little more barbecue sauce. Okay. Anyway, here's a coffee. Right, so back in a sec. All right. And yeah, take a look at this picture here. That's what it should look like. And yeah, there aren't onions on it, right? Oh, I grabbed a... what the heck? Why do they prepare such stuff here? That is... I hate it. Okay, now let's try it, right? But it's a fail, of course. Oh, boy. Let's get a sip of coffee. Yeah, would you bring it back? Are you really picky about that? Actually, I would like to bring it back. Because it's not the product that I actually wanted. But I'm too lazy, right? Oh boy, I don't want to move. I can't really move. Prost. No, that was a joke. At least the coffee is okay. Yeah, but 1.90 euro for this thing, compared to other chains, that's actually quite expensive because this cup is really small. But okay, the coffee is okay. 2 euro for the barbecue chip and chicken rib. And what the heck? Latte macchiato? No, I ordered just a coffee. Alright, 1.90 euro is the same. Let's try it. Yeah. Right here. Yeah, that's unfortunate. Barbecue sauce is really tasty. But yeah, definitely the onions missing. And also the bread is quite nice, the meat. It is strange, not the flavor. It doesn't feel like chicken. And it doesn't taste like pork. It's a really strange combination. And it's not pretty at all. The panini is nice. Is it the panini? Let me check this. I don't know. Let's call it bread. Pickle is okay, but yeah, there should be 3 pickles on it and red onions instead of... Okay, there are a few at least. So it's not a 100% fail, it's just a 99% fail. Here we go. Okay, the bread is really good. Yeah. Barbecue sauce is good too. Meat, I don't know. It tastes more like barbecue sauce than meat. There's just some... I don't know, stuff you chew. Let me go. Oh, it's good. Okay, yeah, the pickle
It's a Swedish pickle. Let me try this. Here we go. Yeah. Okay. Pickles are nice. So, for overall, if you get a proper one with red onions, more pickles, and more barbecue sauce, for 2 euros, that's definitely fine. But if you get something like this here, it looked okay, I think. Otherwise, why did I grab it? Prost. Yeah, not the best coffee, right? But better than the regular bakery coffee, so that's okay. Yep. All right, let's nibble a little bit of this weird looking patty. Here we go. Oh, it tastes actually like something, but it's not chicken. Or is that chicken? Or just seasoning, maybe? No, okay, it's a little strange, because really, if you see that here, you would expect some kind of pork flavor or so. But it doesn't taste like pork at all. And also not like chicken. But okay, for 2 euros, it's okay. But it should look like that here, guys. Well, for the flavor, okay, generous thumbs up for the flavor, right? If you get a proper one, it would be thumbs up, I guess. But still, this meat looks strange, doesn't it? It looks still frozen somehow. But it's not frozen, it's warm. And it should be juicy, it is. It's not. Ah, whatever. Here we go. Ah, flavor's okay. Barbecue sauce is quite nice. Bread is good. Pickle's good. Onions, I don't know. I want red onions. Coffee's okay. And it tastes like something, but it's not chicken. Okay. Luckily, there are no ingredients lists for that stuff. Prost. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt etwas von Backwerk. Dachte ich eigentlich schon, oh nice, das sieht eigentlich ganz nice aus. Aber ich habe natürlich genau das Falsche gegriffen. Aber was bereiten die sowas auch zu? Falls ihr Backwerk nicht kennt, dann müsst ihr euch das selber rausnehmen. Es ist wahrscheinlich dasselbe so wie Backfactory, dasselbe Konzept. Und dann nehmt ihr das so raus. Und ich habe keine Ahnung, warum steht hier Latte Macchiato drauf? Das ist doch eigentlich nur ein Kaffee. Okay, da ist keine Milch drin. Und ein Barbecue Chicken Rib. Kennt ihr die Definition von Rib? Ist das nur die Form? Gibt es da auch noch was anderes dazu? Gibt es auch ein Beef Rib? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es halt diese typische Form. Ja, jetzt zeige ich euch mal ein Bild. So sollte es eigentlich aussehen. Und was seht ihr? Richtig, mehrere Stückchen Gurken und rote Zwiebeln und Barbecue-Soße. Und das sieht auch noch gegrillt aus. Guckt euch mal meinen Teil an. Ich keine Ahnung, ob man das da grillen kann oder nicht. Das ist auch nicht so der Kritikpunkt, denn das Brot ist ganz gut, sage ich schon mal. Das Brot ist wirklich überraschend gut. Aber hier sind keine roten Zwiebeln drauf erstmal. Dann sind zu wenig Zwiebeln drauf. Und nur ein Stück Gurke. Ich weiß nicht, warum ich das gegriffen habe. Es muss gut ausgesehen haben, als ich es gegriffen habe. Ich bin da reingerollt und dann habe ich es gegriffen und wieder rausgerollt. Ganz simpel. Irgendwas. Aber und was sagt ihr zu diesem Look hier? Das sieht irgendwie noch irgendwie, ich weiß nicht, wie nicht frittiert, wie eingefroren aus. Es war mal in der Mikrowelle, so ist nicht eingefroren. Wie auch immer, wir werden mal reinbeißen. Ritchie. Wow. Die Gurke ist mehr so süßlich. Aber okay, ich schmeckt trotzdem lecker nach Gurke. Die Barbecue-Soße schmeckt eigentlich ganz gut, wenn dann mehr drauf wäre. Aber insgesamt schmeckt es schon ganz gut. Das Brot ist sehr lecker. Das ist schön weich, das kann man auf jeden Fall gut essen. Das ist gutes Brot. Und die Zwiebeln merke ich überhaupt nicht. Das Fleisch, ja, es schmeckt nicht nach Chicken. Ich weiß nicht, wonach das schmeckt. Ich will auch gar nicht wissen, was da drin ist. Ja,
es schmeckt nach irgendwas, nur wonach. Sieht doch nicht aus wie Chicken. Ich will auch wirklich nicht wissen, was da drin ist. Here we go. Die Konsistenz ist wenigstens in Ordnung. Bisschen fest. Aha. Bisschen salzig. Wonach schmeckt es genau? Ich glaube nur nach Gewürzen. Ist da auch Separatorenfleisch drin? Ich hoffe nicht. Here we go. So, klingt so eklig. Okay. Immer runter damit. Ja, sag mal so, hätte ich ein ordentliches bekommen, wäre es wahrscheinlich einen Daumen nach oben gewonnen, locker, denn insgesamt schmeckt es okay. Ist nicht super überragend, aber für 2 Euro ist das definitiv noch okay. Aber so, ich meine, warum wurde da so ein Ding so zubereitet? Okay, und hier, könnt ihr euch noch schnell durchlesen, würzige Barbecue-Soße, ja, ist nicht super würzig, aber schmeckt lecker, saftigen Chicken Patty, scharfen Zwiebeln, ja, die sind nicht scharf, es sind auch keine richtigen Zwiebeln drauf, so. Eingelegten Gurken, okay, die sind okay. Für kurze Zeit, ja, guckt mal hier, 2 Euro in Deutschland und 2,50 Euro in Österreich. Entweder sind die reicher in Österreich, die wohnen näher an Bayern dran, wa? Oder Deutschland ist günstiger, eins von beiden. Wie auch immer, ja, 2 Euro ist ein guter Snack dafür, ein guter Preis dafür, kann man nehmen, hier, Migo. Es ist ein guter Snack für 2 Euro. Wenn man einen ordentlichen bekommt, die Zwiebeln schmecken absolut noch gar nichts, die hier drauf sind. Keine Ahnung, was das ist. Aber schmeckt nicht nach Zwiebel. Ist auch nicht scharf, ist auch nicht rot. Irgendwas falsch. Dazu ist noch ein Kaffee, kann man nehmen. Aber wenn man es vergleicht, so 1,90 für so einen kleinen Becher hier, ist es schon relativ teuer. Aber immerhin schmeckt es okay. Besser als der Durchschnittsbäckerei-Kaffee. Prost. Ja, nicht bitter oder so. Nicht der beste Kaffee, aber geht schon. Kann man nehmen, wenn man da ist. Ja. Dann haben wir hier das Brot essen. Das Brot bekommt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Hier seht ihr dieses, was war denn das? Irgendwas mit Korn. Kornmehl oder so. Hier, Migo. Ja. Schibo. Okay, Backwerk. Ja, man muss schon alles selber machen. Ich meine, man muss das da doch rausnehmen. Warum habe ich das Ding genommen? Habe ich vielleicht das erste genommen? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wahrscheinlich. Oder nehmt ihr immer von hinten raus? Auf jeden Fall sollte es nicht passieren, dass es da so falsch zubereitet ist. Prost. Und man kann nur mit Bar bezahlen. Das ist auch nicht so nice. Alles klar. Aber geschmacklich geht so, ja. Kann man nehmen. Für 2 Euro ist das auf jeden Fall absolut in Ordnung. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.